Es ist wieder mal Samstag, wir haben heute aktiven Dienst und wir schauen mal, was heute so auf dem Plan steht. So, wir hatten eben gerade die Besprechung. Wir fahren jetzt ein bisschen raus und wir sollen quasi rausfinden, wo sich hier in Goslar Plätze für einen kleinen Bereitstellungsraum bieten. Und das finden wir jetzt mal raus. So, wir fahren jetzt hier wieder so ein bisschen durch die Gegend und das Ganze wird verbunden mit Funken. Das heißt, die gespielte Leitstelle bei uns in der Unterkunft, die schickt uns quasi Standorte, wo wir hinfahren sollen. Wir fahren dahin, melden dann, dass wir da sind und dann wird uns ein neuer Standpunkt gemeldet, wo wir hinfahren sollen. Und jetzt eben gerade waren wir beim Maltermeister Turm und jetzt fahren wir zum Herzberger Teich. Wir sind am Herzberger Teich angekommen, hier sind auch schon die anderen gewesen und hier ist jetzt die Aufgabe, das Aggregat aufzustellen, anzuschmeißen, die Pumpe dran, also erst Aggregat, dann Pumpe, dann anschmeißen und es wird quasi Wasser aus dem Teich in den Teich gepumpt. Hier bei der anderen Station beim MLW, hier gibt es zwei Aufgaben und zwar die eine Aufgabe ist es, das hier auszuleuchten. Hier, so ist das Szenario, ist eine verletzte Person. Das soll ausgeleuchtet werden, damit der Rettungsdienst hier in Ruhe arbeiten kann. Also wir haben jetzt quasi hier eine Stromversorgung hergestellt. Hier haben wir den Fluter stehen und der ist mit dem Kabel verbunden mit dem Stromaggregat, was man schon im Hintergrund hören kann. Und da gehen wir jetzt aber auch nochmal hin. Ich hoffe, man kann mich auch hier hören. Und hier ist das zweite Szenario, dass der Fluss hinter uns, der droht quasi überzulaufen. Da soll jetzt das Wasser rausgepumpt werden. Das ist jetzt das andere Szenario hier. Wie gesagt, das eine Szenario ist, dass da die Felswand ausgeleuchtet werden soll. Und das andere Szenario ist, dass hier das Wasser überlaufen soll. Das sind die zwei Szenarien hier. So, das war es auch schon wieder von heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall gewesen sein sollte, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder auch ein Abo, um kein Video mehr zu verpassen. Nächste Woche haben wir Jugenddienst von 13.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.